Die Fahrer dürfen nie den Respekt vor dieser Strecke verlieren. Wenn du keinen Respekt hast, kommst du nicht weit. Es gibt nichts Vergleichbares auf der Welt. Mit dabei zu sein, mein Name auf dieser Wand mit allen Nürburgring-Gewinnern, das ist für mich der Traum. Er ist für uns extrem wichtig, hier am Nürburgring nach einigen Teilnahmen endlich mal ganz oben zu stehen. Wir haben 7 Autos am Start dieses Jahr und wir hoffen, dass wir uns hier am Ende durchsetzen können, endlich. Okay, go, 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 go. Radio check. Es ist auf der einen Seite was Besonderes, am Start fahren zu dürfen, auf der anderen Seite auch ein ganz besonderer Druck. In der Formel 1 habe ich den Vorteil, ich kann das Auto auf einen Fahrer abstimmen. Wir müssen versuchen, eine Mischung zu finden, die für alle 4 Fahrer passt. Zumal wir ja auch mit Gentleman-Drivern arbeiten. Die sollen sich natürlich vom ersten Moment an sehr wohlfühlen, aber sollen natürlich auch jegliche Unterstützung bekommen. Hier, Radio check, Radio check. Ich hänge hier in einem Heiko Mercedes-Benz. Der ist brutal langsam. Ich komme aber nicht vorbei. Da pushen. Du weißt, dass du links, rechts, vorwärts, rückwärts fahren musst. Aber beim Nürburgring fliegt das Auto einfach nur. Einer, der noch nie hier gefahren ist, der kann sich nicht vorstellen, was hier für Situationen sind. Da erlebst du in einem Stint mehr brenzlige Situationen wie in der ganzen DTM-Saison. Riesennotfall, Doppelgelb, möglichst rechts auf der Strecke halten. Alter, Alter, ich bin durch, ich habe keine Trümmer abgekriegt. Bitte. Ich habe schon am Dienstag die ganzen Wohnwägen hier stehen sehen. Das ist wirklich etwas Einzigartiges. 200.000 Menschen an der Strecke, die Lüfte vom Grill, von den Würstchen kommen die immer hoch. Und das ist einfach einmalig. Es gibt es nur hier auf der Welt. In der Nacht zu fahren ist wirklich etwas Besonderes. Auch wenn du 100% konzentriert bist, kannst du die Lichter aufleuchten sehen, all die Lagerfeuer außerhalb der Strecke. Zur gleichen Zeit musst du dich aber auf den Job konzentrieren, den du gerade machst. Speziell wenn man nachts hier in die Box reinkommt, überall ist es am Blitzen, am Blinken, überall Lichter. Da überhaupt mal seinen eigenen Boxenplatz zu finden in der Nacht, das ist gar nicht so leicht, wie man denkt. Deine Pace ist sehr, sehr gut. Du bist 5 Sekunden schneller als die Spitze. 5 Sekunden schneller als die Spitze. Sehr, sehr gut. Morgens in die schnellste Rundenseiten gefahren, weil es natürlich schön kalt ist. Info für dich, du bist jetzt Führender. Super toll. Und man sieht plötzlich Teile auf der Strecke, die man in der Dunkelheit nicht gesehen hat. Und so kommen sehr viele unberechenbare Sachen hinein. Stop, stop. Go, 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 go. Die Wetterverhältnisse hier am Nürburgring sind berüchtigt. Es gibt Streckenabschnitte, die können trocken sein, wohingegen auf der gegenüberliegenden Seite 1 Zentimeter hoch das Wasser auf der Straße steht. S7A gestimmt. Es gibt Abschnitte, das ist so rutschig. Aber die Zusammenarbeit zwischen Fahrer, Teamchef, Renningenieur, die ist ganz, ganz wichtig. Was tätigt er für Aussagen, um das Fahrzeug optimal abzustimmen? Okay, Marc. Dein Ding, du schaffst das. Wir bauen auf dich. Du kannst das Rennen nur gewinnen, wenn alle als Team arbeiten. Go, go, go. Was ab.
absoluter Wahnsinn. Das waren 24-Stunden-Rennen, wirklich, das alles geboten hat, glaube ich. Das war so viel Spannung drin. Wir haben einmal unser führendes Auto verloren, haben uns zurückgekämpft und haben jetzt hier im Doppelsieg gelandet. Das ist wirklich unbeschreiblich.